So, hallo und grüß euch, liebe Wanderer, wieder mal auf unserem YouTube-Kanal. Froni ist heute auch wieder mit dabei. Grüß euch, hallo! Wir sind da heute bei ein paar verlassenen Dörfern in Italien. Ja, wie wir da aufgekommen sind, wie es dann weitergeht, wie die Dörfer genau ausschauen und so weiter. Wenn euch das interessiert, dann müsst ihr dranbleiben, Freunde, und müsst euch das anschauen. Viel Spaß dabei und kleiner Tipp, ist ein bisschen was für Lost Placer diesmal auch dabei. Viel Spaß! Ciao! Wir sind da ins Kanaltal gefahren. Kurz nach Ponteva ist die Ortschaft Moggio. Moggio Udinese, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und dort bei einer großen Abtei, bei einer Kirche, haben wir geparkt. Und haben da jetzt einen relativ steilen, starken Anstieg. Ja. Und schauen, wo wir dann beim ersten verlassenen Dorf rauskommen.
So, wir befinden uns da jetzt im ersten Dorf, Mogessa di Qua, also diesseits, Mogessa diesseits. Ja, ein Bergdorf, was 1976 bei dem starken Erdbeben in Friaul sehr stark getroffen worden ist. Teilweise, man sieht es, wird es wieder aufgebaut. Ein paar Leute wohnen da, zumindest über den Sommer angeblich. Bis jetzt schaut es einmal recht verlassen aus, aber man sieht in den Gärten irgendwie, dass da irgendetwas passiert, dass da irgendwas gemacht wird. Was sind da feine Skulpturen oben? Ah, geil. Okay. Ja, brutal. Richtig, ein richtig uriges Dorf. Oben klopft wer. Also ganz allein sind wir nicht, es ist jemand da. Es ist definitiv jemand da. Aber es schaut sehr, sehr verlassen aus. Was haben wir da? Ja, was auch immer das heißt, kann leider kein Italienisch. Meine Frau auf Entdeckungsreise. Naja, so extrem zerstört schaut es eigentlich gar nicht aus, gell? Okay. Aber jetzt. Okay, da schaut schon gut aus. Nämlich? Ja. So, Dorf Nummer 2, Mogessa di là, jenseits. Schauen wir mal. Ebenso. Schauen wir mal.
So, es wäre ja wieder mal Fahrt, wenn wir mir den Weg auf Anhieb gefunden hätten. Also sensationell. Es sollte irgendwo die Ortschaft Stavoli angeschrieben sein, das haben wir nicht gefunden. Wir sind jetzt schon einmal falsch gegangen. Nur das Obergeilste ist, dass da zwei Italiener waren, zwei Einheimische, und die wollten uns sagen, dass das die Ortschaft Stavoli ist. Und das ist aber definitiv nicht, weil jetzt habe ich da unten die Tafel gefunden. Und wir sind dann jetzt wieder am Weg und gehen jetzt diese Richtung da hinunter. Komm, Schatz, wir finden schon wieder. Weil die wissen nämlich nicht einmal, dass das ein Rundgang ist und gehen denselben Weg wieder zurück. Abgesehen davon, dass wir denselben Weg sowieso nicht gern zurückgehen. Nein. Wir wollen immer gern Rundgänge machen. Ja. Und deswegen schauen wir uns das jetzt an, da an, wo wir da weiterkommen. Die heiß begehrte und dringend gesuchte Tafel. Der einzige Hinweis nach Stavoli. Und da gehen wir jetzt runter. I can take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way you should. Erfrischung. Und bis jetzt unsere Quagel trocknen, machen wir Brotzeit, Jausnen, Mahlzeit. Und runter und rauf und runter. Jetzt geht es wieder mal runter, entspannt. Also das ganze Auf und Ab haben wir mittlerweile schon, ja, fast 700 Höhenmeter gemacht. Mhm. Mhm. Fein, fein. So, und ich glaube, da vorne haben wir jetzt dann wieder mal eine schöne Aussicht auf die gegenüberliegende Felswand. Schauen wir mal. Jo. Und da drüben sieht man jetzt einen besseren Blick zum zweiten Dorf. Da sieht man schön nochmal. Ja.
Yes! Ja. Als letzte Dorf erreicht. Stavoli. To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. Von nun an ging es nur noch bergab. Da unten hört man schon das Rauschen vom Fluss. Also wir sind schon, wir kommen dem Boden der Ebene immer näher. Ja. Auf geht's. Wish you the best and say goodbye.
So, wir sind wieder unten angekommen. Die letzten etwa 3 Kilometer werden noch sein, müssen wir leider auf einer Asphaltstraße gehen. Und das in unmittelbarer Nähe der Autobahn. Aber das kann unsere Freude über die heutige Tour nicht trüben. Es macht gar nichts. Der Akku oder die Akkus von der Kamera sind aus. Also die letzten Aufnahmen werden da jetzt mit dem Handy gemacht. Aber da haben wir ja schon gesehen, das funktioniert recht gut. Ja, kurzes Schlussresümee. Anstrengend, aber schön. Anstrengend, aber ja. Schön ist einmal die Kurzfassung. Ja. Die Daten der Tour blenden wir euch wie immer dann am Ende unten ein. Die Route, sagen wir euch auch, ist eine schöne Runde gewesen. Ja. Interessant, die verlassenen Dörfer oder teilweise verlassenen Dörfer. Zugleich aber auch tragisch, was damals passiert ist bei dem Erdbeben. Ja, teilweise wird es wieder aufgebaut, man hat es gesehen, teilweise wohnen sogar Leute drinnen. Ja, imposant. Schön, schöne Runde, empfehlenswert. Und es hat Spaß gemacht. Ja. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, viel Spaß. Ciao. Ciao.